Insofern auch wenig Licht. Ich hoffe, es zerstört euch nicht. Er bastelt so spät durch die Nacht in die Hitze, ist sehr cracky und das ist spitze. Danke für den Rhyme. Ich wurde gepiekst, merke ich gerade. Man hat mich gepiekst. Hallo Shinji, grüß dich. Wir machen heute ein bisschen irgendwas. Weiß ich nicht. Ein Spiel eingelegt. Ein Spiel direkt voll in Tiersech. Boom, dankeschön. Nazgul. Nazgul, korrekt, ne? Warum sehe ich das in meinem Chat nicht? Hä? Fehlt da was in der Ansicht? Zu Nicht-Mod-Einstellungen. That's because. Why? Mal in Retro, ich nehme was hin. Hey, Madietrich, grüß dich. Daniel, sie, hallo. Ja, heute mal andere Perspektive, weil ich zocke auf der Röhre. Ich spiele auf der Röhre. Auf der Röhre und ich kann das für euch capturen. Ist das nicht... Das ist so schön, das ist voll cool. Ich kann ja mal zeigen, was ich gerade hier sehe. Kann man auf Wunsch halt auch da hinten sehen. Das ist ganz super prickelnd, also, weil es einfach funktioniert. Ja. Ist großartig. Also die Hydra ist toll. Hydra ist. Ich bin hellauf begeistert. Schau mal in die Röhre. Ja, hier, da leuchtet's rot. Ist die Hydra am Start und dann sehen wir mein Konsolenschränkchen. Röhrig. das hinten können wir jetzt natürlich wieder ausmachen, aber it's just because it works, you know. That's the great thing. Ja, geht's euch gut? Is everything alright around there? Ich habe gerade noch eine GameCube Memory Card rausgefischt, weil ich nicht wusste, wo die war. Dann musste ich dran denken, letztes Jahr, Schocktober auf Ravioli, hast du doch Eternal Darkness gespielt. Und da war es tatsächlich so, dass die dicke Memory Card, bups, die war in der Eternal Darkness Hülle. Weil jedes GameCube-Spiel hat ja hier so eine praktische Aufbewahrungs- Funktion. Und das ist die Standard Nintendo Memory Card, die graue, die kleine. Die ist halt ratzfatz voll. Irgendwie, keine Ahnung, nimmst du so ein Durchschnittsspiel, hast du 5-6 Spiele, dann ist die Füll. Trinitron-Röhren steigen wieder im Preis. Wahrscheinlich wegen mir. hey, den Michi. Wie geht es dir? Ja, mir geht's gut. Mir geht's gut. Welchen Nutzen hat eigentlich der Luke? Nutzen. So ein Computer zum Zocken. Für Luke Skywalker. Ich habe ihn nicht gefragt, ob ich seinen echten Namen nennen darf. Also, es ist der Sohn vom Rennradmann. Sein Computer. Zum Spielen. Das war die Vorgabe. Wenn es um den Luke geht. Ansonsten, heute geht es nicht um Luke oder Computer, sondern es geht mehr so ein bisschen um Konsolen, um die Vervollständigung des wahnsinnigen Setups. Jetzt hat mich echt was da gepiekst, ne? Nur nicht jucken dran. Es geht um die Vervollständigung des wahnwitzigen Setups, was ich hier so fahren kann. Wo ist Hydra? Hydra leuchtet da hinten. Sieht man rot. Leuchtet rot hier hinter dem Mega Drive. Drapiert quasi. Da leuchtet die Hydra. Wir können natürlich auch ranzoomen. Dann seht ihr nicht den TV noch darüber. Ja, können Sie ein bisschen ranholen so. Sieht man unten die Super Nintendos und Zeug, was weiß ich nicht was. Und jetzt gerade läuft halt der Cube. Ansonsten habe ich ich habe noch Hydra. Also wenn man schon mal aus Polen bestellt, dann bestellt man nicht nur eine, weil wir sind ja ein Team und es gibt nicht nur einen, der gerne auf Original Retro Hardware spielt bei uns. Und wenn man dann nur eine bestellt, ist das ja ein bisschen Quatsch, ne? Aber guck mal, hier habe ich quasi noch eine zum Zeigen. Hallo Messel! Oha, habe ich gerade irgendwie wieder Internet? Scheint so zu sein. Servus Waldi! Ne, also, das ist die Hydra. So sieht das Ding aus. Ganz rechts sind die beiden Ausgänge. Und davor sind dann die 8 Inputs. Und
Hier vorne habt ihr ein paar Tasterschalter, mit denen man diverse Dinge einstellen, umstellen kann. Hier hinten ist dann Audioausgang separiert, falls man an die dicke Anlage gehen will, an die dicke Stereoanlage. Und da ganz klein zu vermuten ist Strom, Micro-USB. Müsst ihr einfach ein Handynetzteil nehmen. Davon hat man ja vielleicht ein paar über oder halt ein USB-Netzteil, was ein bisschen Dunst hat. Und dann Micro-USB-Kabel dran. Ich hatte von meinem alten Nokia noch eins und habe es da dran gehalten. Und es ist sehr schön gebaut, sehr schöne Verarbeitung, Top-Skat-Buchsen, schöne Gummistandfüße drunter. Das Ding rutscht nicht weg. Ich meine, im Schrank kann es eh nicht wegrutschen, weil es wirklich Arsch auf Eimer ist mit der Höhe zum nächsten Brett. Also ich habe da so ein paar Skat. Das N64 ist noch über Composite-Adapter dran. Und das ist dann wirklich sehr eng geworden. Aber sonst passt sehr gut und es funktioniert. Also es gibt gleichzeitig das Bild auf meinem Röhrenfernseher aus und euch in den Stream hier. Und oder dann halt, weil die Capture-Karte es ja auch noch durchschleift, gleichzeitig auf dem Plasma, wenn man wollte. Oder halt umgekehrt. Ja, wenn man sich hier umdreht und mit dem Mattes Zelda weiterspielt irgendwann mal, könnte man theoretisch im Hintergrund das Bild vom CRT haben, anstatt selbst reingeschnitten das Gameplay nochmal. Hat vielleicht auch nochmal Style. Wenn man den Shutter vom Camcorder anpasst auf den CRT, dass der nicht flimmert wie Hulle, könnte das sogar cool sein. Weiß ich nicht. Also es ist ein tolles Gerät. Also bisher bin ich sehr begeistert. Ich kann nicht alles capturen hier im Schrank, weil das N64 halt noch ein Standard N64 ist und kein RGB-Ausgang hat und der OSSC, den ich jetzt hier als Wandler habe, nur RGB-Signale verarbeitet. Ja, wenn du 10 Konsolen hast. Guck mal hier, ich habe hier NES, Mega Drive, Cube, N64, sind schon 4, ne? So, kommt Super Nintendo dabei, sind schon 5. Unten ist noch Nintendo Wii, sieht man nicht. Sind wir schon bei 6. Und dann hast du oben noch einen Videorekorder drauf, dann sind es schon 7. Also ich habe noch einen frei und den werde ich versuchen mal mit einer PlayStation zu belegen. Und dann sind alle 8 voll. Also das ist, mal gucken, ob ich die PlayStation oben drauf stelle oder ob ich die noch irgendwo anders unterbekomme in dem Schränkchen hier. Das ist halt das Schöne, ich komme halt an alles ran und kann da alles machen. Und hat sich gut ergeben. Ich habe alte Regalböden verwendet, weil der hatte ursprünglich, hatte der eigentlich nur dieses eine Brett hier drin. Und dann war der Rest hier einfach hochgestapelt. Noch ein zweites Brett war wahlweise irgendwo platziert, aber das war es dann halt. Und jetzt so quasi so halbe Regalböden und die konnte ich dann, weil der so tief ist, konnte ich die so versetzt anordnen. Wisst ihr? Das heißt, ich kann hier den Cube aufmachen und komme trotzdem hier an die Super Nintendo-Dinger ran, ohne Probleme. Schon ziemlich gut. PlayStation 1, ich habe eine PlayStation 2 zugeschickt bekommen. Eine PlayStation 1 habe ich nicht. PlayStation 2 habe ich eigentlich auch nie gehabt, aber der Mathe hat mir eine spendiert und ja, ich habe nicht großartig Games dafür, aber ja, also ein bisschen Hydra-Party. Dann probieren wir heute mal ein bisschen aus. Also in diesem Sinne, gucken wir mal, haben wir hier Ton? Weiß ich gar nicht. Ne, da haben wir keinen Ton, ne? Aber eigentlich ist er eingesteckt, Cracky. Warum haben wir keinen Ton? Den verstellt? Nee, oder? Es geht ja gut los. Okay, dann habe ich irgendwas an der Hydra verstellt. Da habe ich irgendwas an der Hydra verdausbaddelt. Was habe ich denn da gedrückt? Gibt es irgendwie einen Knopf zum Muten? Wartet mal, warten Sie mal. Gibt es dann irgendeine Latenz zur Capture Card oder so? Wegen der Hydra selber? Nein, gar nicht. Das Ding ist so flott. Low-Pass-Filter, Middle-Switch. Die kann man einmal ausmachen. Das sind diese Dinger Modus. Warum haben wir jetzt keinen Ton gerade? Das ist suspekt. Habe ich eigentlich alles richtig eingesteckt? Vielleicht mal ausmachen, wieder anmachen? Keine Ahnung. Free Indie
Independent Audio Sources. Also wenn jetzt das Device länger aus ist, dann fängt das Teil auch wieder an zu suchen. Fährt dann immer so von links nach rechts. Dann machst du es an und dann hält er dann halt auch da an, wo er dann das Signal findet. Ja. Aber irgendwie habe ich den Ton gemutet, wie mir scheint. Ich habe den Ton gemutet. Wahrscheinlich mit meiner zweiten Fernbedienung, die ich versucht habe zu konfigurieren. Das ist ein bisschen dumm. Verdammt! 60 Hertz Modus, ja. Wir gucken mal kurz. Wir kicken mal kurz. Das kann ja... Ich höre ein bisschen was jetzt hier. Also ganz schön leise. Viel zu leise. Warum ist das so leise? Okay, weil die Hydra mehr von meiner Fernbedienung annimmt. RIP Headphone Users. I'm sorry for this. Warte mal, welcher Knopf war denn das jetzt? Das ist der Mute. Also also Entschuldigung. Du kannst halt, das ist jetzt die Fernbedienung von meinem alten CD-Spieler. Die habe ich jetzt verwendet und mal programmiert, spaßeshalber. Damit funktioniert dann zum Beispiel die Audience is now deep. Du kannst es halt programmieren. Und das ist der Mute-Knopf. Okay, funktioniert. Great. Tut mir leid. Also wirklich, Entschuldigung. Alpha Hero, danke für den Raid. Entschuldigung, tut mir leid. Also weil du siehst halt keine LED, die irgendwie das bestätigt, dass du das gedrückt hast oder so. Ich hoffe, das ist alles okay. Das Spiel ist gut, das Spiel ist fantastisch. Nur mein Gamecube-Controller ist viel zu lang, weil ich sitze ja direkt davor. Ich hätte 3 Meter. Die 3 Meter Wurst. Pepsi Man! Das sieht jetzt aber komisch gestaucht aus, oder was? 525i. Kein Wavebird. Ich mag den nicht wegen dem Batteriefach. Und der rumbelt auch nicht. Das Batteriefach stört mich beim Wavebird immer. Muss man der jetzt... Did you try to turn it on and off again? That's the magic, you know? That's the thing you have to do. Weil das ist halt 60 Hertz Modus. Pulse 60. Alles gut, Alpha Hero. Dankeschön. Was hast du Schönes getrieben? Ja. Ist halt handmade, you know. Jetzt haben wir wieder dieses Gebrassel da, ne? Chopinio. Moin. Warten Sie mal. Output Options. Was ist denn das jetzt? Das hier? Kein Bob? Du sollst einfach durchschleifen, Freund. Pass through. Please pass through. Warum hast du dir das nicht gemerkt? Muss man das speichern? Anyways, Maurice zockt, dankeschön. So. Alright. Ja, das ist Scalar-Kirmes. Ich
bin mit dem OSSC noch nicht ganz vertraut. Anyways. Ja, keine Ahnung. Ich dachte mir, schmeiß der F-Zero Jigs mal rein. Da kriegt der Encoder auch mal was zu tun. Und ich gucke mir das einfach mal an, wie das auf einer Röhre so ist. So zu zocken mit euch. Ein geiles Spiel. Super Spiel. Ey, ewig nicht gespielt. Brock schwer. Und ich habe es dezent durchgespielt. Aber nur ganz knapp. 480 ist die Schwachstelle. Ja, Pass-Through ist doch das Beste, was du machen kannst, ne? Wie bringe ich dem denn bei, dass er sich das merken soll? Weil der war jetzt gerade schon wieder auf Bob. Yo, Bob. How's it going, Bob? So, wen nehmen wir denn? Ich stehe auf Wild Goose, aber ich fahre gerne alles andere auch hier. Irgendwas aus der Astro Robin. Der geht bestimmt nicht ab. Nehmen wir mal Astro Robin. Astro Robin. Demi, ich muss leider um 3.15 Uhr wieder raus. Oh mein Gott. Hau rein. Dann eine erholsame Nacht, Mann. Alternative Musik, ja oder nein? Mute City. Ich bin ja irgendwie für nein. Ich finde das Original-Theme in F-Zero GX sehr gut. Wer kennt das Spiel? Alle mal die Hand heben. Okay. Mensch, der hat ja eine heiße Frisur. Perfekt. Mute City Twist Road. Kannst Profile speichern. Mit dem nächsten Firmware-Update sind die futsch. Ja, ich habe auch kein Firmware-Update gemacht, aber. Los geht's! Also das Kabel fuckt mich ab. Auch von meinem Headset. Aber egal. So. Dann schauen wir doch mal. Yippie! Großartig! Das ist ein sehr langsames Spiel. Man muss ja taktisch vorgehen. Ja, man kann sich drehen, genau. Wie kann man nochmal angreifen? Ich habe das lange nicht mehr gespielt. You have Boost Power. Das heißt, boosten. Ja. Die Musik ist zu leise. Hey, Asa. Wuhu. Headset woanders hin. Weiter geht's. Nein. Love this game. Hey Joel. Ja man, perfektes Speedrun Melee Setup. Auf jeden Fall. Das ist so stretched. Ich glaube das Spiel steht auf 16:9. Kann das? Wahrscheinlich. Irgendwie wirkt es so stretched bei mir. Bei euch ist alles gut. Tommy wie live, grüß dich! Bin etwas unschlüssig. Wirkt mir etwas strange. Yeah, Casino Palace, split over! Astro Robin, ey, ich geh kaputt. Ja, Mann! Badam, badam! Badam, 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 badam! Flug. Da.
Bams, einen rausgenockt. Bams, zwei rausgenockt. Bams, drei rausgenockt. Fuck. Komm, ab 5 gibt's ein extra Leben. Fuck. Ja, gut. Man sieht diese kleinen Totenschädel auf der rechten Seite. Und so fliegt man ab. Muss mir leider auch erwähnen, läuft nichts stabil hier. Nein. Na, bist du glücklich mit der Hydra? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich glaube schon. Ja, das sieht ganz gut aus, oder? Und dann wird das so. zu 2. Warum 3 zu 2? Warum nicht 4 zu 3? Was ist, wenn wir das in 1024 ausgeben lassen? Dann kommt natürlich wieder... Ja, von und zu Superscaler kommt er wieder dazwischen. Ne? Ja, das ist noch ein bisschen ausbaldobern. Wenn man länger was spielen will, dann fummelt sie ja natürlich trotzdem immer rum, ne? Was macht die Mage Will jetzt? Die Mage Will macht jetzt 720x480. 30 FPS? Why? Did you try to turn it on and off again? I did. So what do we have now? Show me. 30 FPS? Jetzt sind 250 FPS. Auch nicht schlecht. Jetzt haben wir wieder dieses Geflimmer.
Line X4 Bob. Hey Bob. Bob flimmert auch. Fast Food flimmert nicht. Und wie viel haben wir jetzt? Jetzt haben wir 60 FPS. Das muss flüssiger sein. Ha. I'm really not sure. Ich glaube, ich habe mir weit hinten auf die Zunge gebissen. Autsch. Ja, Cube ist tatsächlich tricky. Cube is very tricky. But it's a good game, you know. Sand Ocean. Oh, I'm blau. Blau, blau, blau. Sandige Ozean. One, go! Hey, Rival! How are you? Oh, die Musik ist so gut. Verdammt! Den haben wir erwischt. Den haben wir auch erwischt. Wenn die direkt neben einem sind, da kannst du die so BAMS weghauen. Jetzt wird geboostet hier. Oh, wir haben nicht aufgepasst. Obstsalat. Hey, nächste Aufladespur kommt bestimmt. Shit. Oh mein Gott. Jetzt geht's um die Wurst. Komm, erwischen wir noch einen? Und extra Leben! Nee, ne? Einfach durchpowern jetzt. Oh shit. Sandwurm! Monturate! Ole ole! Herzlich willkommen! Tarau! Glühstrumpf! Na, was klappt bei euch?
Herzlich willkommen. Ich spiele ein bisschen F-Zero GX. Auf dem GameCube. Weil ich mein Konsolenschränkchen eingeweiht habe. Grüß euch. Moin moin. Zock's original auf einer Röhre. Und dank geilem Skat-Verteiler gibt es zeitgleich auch in den Stream. Also hier, das Ding hier. Hydra. Aus Polen. Wie läuft's mit der Hydra? Super. Super Ding. Dankeschön. Und danke für die Follows, Baby. Polenböller. Vor allem. So. Ja, jetzt haben wir mit F-Zero GX angefangen. Knight Rider 2000. Und das Besondere bei dem Ding ist halt, es hat 8 Eingänge und 2 Ausgänge. Die gibt er parallel aus, ja. Das heißt also, da meine Capture Card auch durchschleift, könnte ich natürlich auch so dekadent sein und sagen, ich spiele auf meinem 42 Zoll Plasma. Aber das wäre ja nicht originalgetreu, ne? Insofern. Spielen wir lieber hier weiter auf der Röhre und für euch im Stream. Hey Ironfall. Ist ja nicht schlecht. Wobei, es kommt natürlich sehr gut darüber. Oh, jetzt, das ist cool jetzt, weil das beides Panasonic TVs sind, ist mein Röhren-TV jetzt auch ausgegangen. Shit. Okay. Du bleibst aus. Hallo? Ah ja, okay. Lightning Loop Cross. Wir haben hier Jack Levin genommen. Der hübscheste Typ überhaupt. Dem Astro Robin. Und, don't know. Max Speed ist die Hauptsache. F-Zero war auf dem N64 besser. Also, ich habe das N64 zu seiner Zeit nicht gehabt, leider. Und, um es kurz zu machen, wir haben mal eine GameCube Top 10 Liste gemacht. Das ist auf Platz 2 gelandet, weil ich es unglaublich abfeiere. Unglaublich gut finde. Auch wenn ich weiß, dass es im Prinzip nur eine Weiterentwicklung des N64-Teils ist. Aber Nintendo hat da schon einen guten Job gemacht in Kooperation mit Sega. Ist schon ein geiles Ding geworden hier. F-Zero X habe ich dann auf der Wii Virtual Console ein bisschen gespielt gehabt und fand es auch sehr gut. Also so ist nicht. Nur wie gesagt, N64, zu der Zeit hing ich vorm Amiga. Und später dann PC. Erst zum GameCube dann wieder zurückgekommen. Zu den Konsolen so ein bisschen. Hau ihn um! You have boost power! Das Tolle an der Hydra ist halt, es ist alles galvanisch getrennt und überträgt RGB und Composite-Signale. Sogar Komponente kann man da wohl drüber jagen über entsprechende SCART-Adapter, hat wohl auch schon jemand gemacht. Also selbst irgendwie HD-Auflösung, aber keine Ahnung. Für mich ist es halt interessant als RGB und dass ich es halt zeitgleich ausgeben kann. So kann ich komplett ohne Delay original auf dem CRT spielen, wenn ich Bock drauf habe und hab's trotzdem im Stream. Das war so Hauptargument für das Ding. Und bisher habe ich mir dann meistens, wenn ich das so machen wollte, so geholfen, dass ich an den Framemeister gegangen bin oder an den OSSC und habe einen HDMI-Splitter verbaut und habe dann so einen Drecks-HDMI auf SCART-Wandler genommen, der noch nicht mal RGB transferiert hat und damit dann wieder an den CRT. Das sah nicht gut aus und delay-mäßig war es auch nicht gut. Also, so ist schon super.
Wow. Ah, bisschen früher alles verpfeffert. Der Bauer. Aber es reicht. Ja! Moin Ronnie, grüß dich! Ich glaube. Wow, cool, dass so viele mitgekommen sind. Ja, finde ich auch. Monty, weiß nicht, ob du noch dabei bist. Noch dabei bist gerade. Mein Gedanke war halt, also allein hier im Setup, im Raum, ich habe die ganzen Games hier. Sieht man jetzt nicht so ganz, aber. Also, die ganzen Spiele, ne? Wii, NES, Super Nintendo, da hinten ist GameCube in der Nische quasi. Und ich wollte das auf jeden Fall so haben, dass ich das einfach nutzen kann, wenn ich möchte. Das war mir ganz wichtig. Oh, und jetzt muss ich nichts mehr umstecken, ja? Einfach anschmeißen. Kann ich sagen, ey, oh, hab jetzt Bock auf NES zu zocken, mach ich das NES an. Dann sage ich der Hydra mit der Fernzerstörung, Kanal 1. Und dann spiele ich Monopoly. Ja? Das ist halt total geil. Aber ich glaube, ich bleib dann gerade doch beim Cube. Ich weiß jetzt nicht, welche Nummer das ist. Die 5, glaube ich. Nee, die 4. Die 6 war es nicht. Die 3 war es auch nicht. Die 4. Na, das funktioniert. Ich habe noch keine Fernbedienung gefunden, die hundertprozentig darauf jetzt sich kalibrieren lässt. Aber man hat ja die Tasten auch an der Hydra selbst. Und Skat ist halt sau empfindlich, ne? Skat, desto öfter du das ein- und aussteckst, desto mehr ist alles Maggi. Ja, ich spiele das ja jetzt hier auch über RGB, ja. Und das NES ist RGB gemoddet. Das Mega Drive gibt ein fantastisches RGB-Signal aus, ne? Von Haus aus. Da habe ich jetzt den Master System-Konverter drauf mit Sonic. Hier. Umschalten. Dauert einen Moment bei der Capture Card und dann haben wir da Sonic in der Master System-Version, ja. Fantastisch. Man muss natürlich unter Umständen bei der Capture Hardware dann immer noch ein bisschen die Auflösung anpassen, weil halt eine andere Auflösung weitergereicht wird vom OSSC. Ja, aber so kannst du das dann machen. Dann habe ich hier unten noch die Nintendo Wii. Was halt nicht geht, das liegt aber an der Capture Hardware, weil die nur RGB verarbeitet, ist das Nintendo 64. Das müsste man noch auf RGB modden. Das Nintendo 64 sehe ich folglich aktuell nur am Fernseher. Aber ja, Nintendo Wii habe ich hier dann auch noch. Und Super Nintendo natürlich. Ist auch versteckt. So, wir wollen jetzt noch eine Runde Cube. So, zack. Wir können ja danach gerne Mega Drive machen. Ja, das zweite Maskottchen nach Alex Kidd, genau. Aeropolis Multiplex. So, Astro Robin, auf geht's. Welche Farbe diesmal? Also muss ja ehrlich sein, das Blau ist doch relativ schick, aber der Rest geht ja gar nicht. Die darfst du öffentlich nicht bewerben. Aha. Fangen mit M an, ne? Beide mit M-A, ne? Alles klar. Und H-O-U. So, fire it up. Jodelay. Bam, 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 bam. Das Spiel ist so ein Gesamtkunstwerk aus Musik und Action und Bumsballerei. I love it. We'll be right back.
aufpassen. Dass ich ja schon viel so oft gespielt habe. Wahrscheinlich. Hallo Kat, good night. Hast du seltenes N64-Zeug? Nee, gar nicht. Gar nicht. Janser, danke schön für 6. Awesome. Ja, das ist ein geiles Game. Do, 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 do. Points. Interview. Zero TV. Gleicher Platz wie Hamilton. Sieht doch aus wie, nein. From the special F-Zero GP venue, we're broadcasting an interview with the Grand Prix champion. Okay then, I'd like to ask you something. A message for all your TV fans out there? I dedicate this victory to all of you. Der gleiche Sprecher, thank you oder? For the interview. That's it, everyone. We'll see you at the next Grand Prix. F-Zero TV. Thanks for playing. Thanks for playing. It's awesome. Kommt der schöne A-Button noch? Oder auch nicht? 20 Tickets! Awesome. It's great. Great Game. Aber ich glaube, ich habe es auf 16:9 gestellt. Kann das sein? Yep. Es war die ganze Zeit im Breitbildmodus. Naja. Regal. Vielleicht Mega Drive. Was sollen wir da auf Mega Drive spielen? Ja, es läuft mit 60 Hertz, ja. Es sieht nicht ganz fluffig aus, aber... Ja, aber dann die Master System Version. Dann aber Master System. Sonic auf Mega Drive. Wenn wir hier jetzt Standard machen, dann haben wir so eine hohe Auflösung. Holy Schmidt. Holy shit. Guck mal, was der OSSC hier weitergibt, ist ja sagenhaft. Inklusive schwarzer Balken. Warum tust du das? Was macht er denn jetzt hier? Moment, wir müssen das nochmal eruieren. Was ist das jetzt für eine Auflösung, die hier reinkommt? Das muss alles mal grundeingestellt sein. Ach, das ist jetzt dreifache Vergrößerung quasi. Das können wir noch vierfach vergrößern.
fünffach vergrößern. Das interessiert die Capture-Hardware ja nicht. Warte, wir machen Pass-Through. Pass-Through ist ein bisschen unscharf. Ah, dreifach ist ein bisschen stretched. Vierfach. Fünffach ist auch so ein bisschen angezogen. Ja, fürs, das zweifach ist auf jeden Fall schärfer. Fürs N64, für, ich meine, mein F-Zero für Super Nintendo war halt, warum ist das so lang? Das ist gar nicht so lang, das Bild. Bin unschlüssig. Sehr unschlüssig. Das wundert mich gerade. Ne? Deaktivieren, aktivieren. Dingsbums. F-Zero war halt mehr eine Tech-Demo, ne? Aber das im Master-Schwierigkeitsgrad hat schon schönes Adrenalin. Also so ist nicht. So, haben wir hier mal original Master System Pad. Wunderbar. Jetzt mal gucken, wie wir das hier hingedeckt haben. So ein riesen schwarzer Balken da links. Kann gar nicht sein. Aber steif wie sonst was. Wait a second. Ouch. Da wären wir hier auch beschnitten wie blöd. Muss man mal so ein Grundsetup finden. Ach, Quatsch. Lieber OSSC, mach irgendwas, was mich glücklich macht. So. Deaktivieren, aktivieren. Oh, das wird ja mal besser. mal 288. Ja, wie recht du hast. Das ist die Originalauflösung. Das ist Pass-Through. Also Line mal 2 ist wahrscheinlich am besten, ne? So. So sieht's doch gut aus. Dass du diese riesen blauen Balken hast, das liegt an der, ja, Bildausgabe. Damals waren die Monitore ja alle ein bisschen. Das ganze Zeug ist immer hinter den Rändern verschwunden. Es gab noch zwei Master Systeme. Dann kam Mega Drive, auch zwei Versionen. Dann auch Sega Saturn und das letzte Dreamcast. Ja, Dreamcast war cool. Ich weiß noch nicht, ob das Pad hier gut funktioniert. Ich drücke nach rechts, ich drücke gleichzeitig nach unten. Schade, weil das Master System Pad ist eigentlich so schön wie das NES Pad, aber geformt, ja. Yeah! Oh shit, oh shit! Oh!
Ja, ist ein bisschen laut, I know. Aber das kann man ja hier zum Glück am Mega Drive regeln. Bonus Stage! Aber die Mucke ist doch geil! Das ist einfach sauhübsch verachtet. Oh nee, 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 das ist ja schon Schluss. Nein! Wie dumm! Na gut. Ja, ja, dieses nach unten, das ist. Da muss man vielleicht mal an das D-Pad ran. Da muss man vielleicht mal das Ding aufmachen, mal reinigen, vielleicht ist es dann präziser. Also wenn ich nach rechts, laufe, dann geht er in diesen Kugelmodus. WTF? Wasser! Mit 100 Ringen hätte man Leben bekommen. Ja, wenn man nicht... Ich hatte ja da oben gesehen, wo es lang geht, aber... Was macht das Item überhaupt? Ich muss sagen, ich finde die... Ich glaube, die Master System Version ist doch gleich mit der Mega... Mit der Game Gear Fassung, ne? Ich finde die vom Handling so schön direkt. Da haben die echt alles richtig gemacht. Mega Drive ist ja so träge, der Typ. Welches Geräusch meinst du? Das hier? Das? Ja, das macht er halt, wenn er auflädt. Oder wenn er ins Rollen geht. Und das mache ich ja immer ohne Absicht. Unbeabsichtigt. Danke für ein Follow. Yeah, Bonus Stage. Über 50 gesammelt. Den Akt 2 überlebt. Einmal aufmachen und sauber machen, bitte. Ja, meinst du, das bringt was, ja? Man ist wieder präzise. Dann kann ich wieder nach rechts laufen, ohne mich gleichzeitig zu ducken. Das ist schon cool. Aber ich mag das Pad eigentlich. Ich habe mir jetzt nur so ein Retro-Bit Mega Drive-Pad geholt. Aber das ist ja, glaube ich, auch für andere Altersklassen gemacht, für andere Handgrößen. Das ist so ein schmaler Knochen. Irgendwie komisch. Aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Ja, dieses Hinhocken und Aufladen, aber das in den Eagle-Modus, in den Ball-Modus gehen, wenn man läuft, das ging ja auch im ersten schon. Da ist ein Continue. Das ist jetzt runtergefallen. Und jetzt oben drauf. Bams. Weltklasse. Komm, 100! Ist gar nicht so easy. Das ist noch ein extra Leben. Komm, ist ein Leben. Oh Gott. Die Zeit läuft weg. Ach, shit. Schneller! Nichts bekommen. Mein Leben! Oh, Dr. Eggman. Die kurze Zeit, wo ich ein Master System 2 hatte, hatte ich auch dieses Spiel. Da muss ich sagen, da habe ich mich doch... Zuerst war ich total enttäuscht. Ich wollte Super Nintendo haben. Ein Onkel, der kam dann mit einem alten Master System an.
Aber da war ich erstmal total ungehalten und gemein. Und dann habe ich dem Ganzen doch eine Chance gegeben und ich habe sehr viel Spaß mit dem Sonic hier gehabt. Ich glaube, ich habe es sogar durchgespielt. Ich weiß es aber nicht genau. Ich habe es weit gespielt. Konnte man das auf dem Game Gear überhaupt durchspielen? Von wegen Batterielaufleistung. Kaputt! Lass die Tiere frei! Ja, stimmt. Das Schnick-Schnack-Schnuck-Spiel, ja. Ich habe mir letztes Jahr ein Master System 2 und Mega Drive zugelegt und damit auch nochmal ganz viel Jugenderinnerungen zurückgeholt. Ja, schade ist halt beim Master System 2, dass es nur den ganz, ganz Standard Antennenausgang hat. Ich habe auch ein Master System 2 hier. Autsch! Schon saugeil. Boing. In der Mega Drive Version Sonic ist so träge beim Loslaufen und so, das ist wie PUBG oder so, ja. Und hier ist das so angenehm direkt. Ich finde, das Sonic ist Weltklasse. Du hast zwar einen relativ kleinen Bildausschnitt und natürlich ist es grafisch nicht so. Wow. Hüp! Ah, reicht nicht. Muss man gleichzeitig springen? Ja, es funktioniert nicht. Okay. Jetzt schaffen wir aber die 100, oder? Nein, natürlich nicht. Oh, das ist zweimal springen, ne? Muss mehrmal springen. Ach, verdammt. Logisch. Hätte man das mal gerafft. Jetzt aber mal hier. Die Hitzone ist so klein. Man weiß ja auch nicht, wann Ende ist. So, noch ein Continue einsacken. Komm runter, du Continue. Super. Hüpp, rüber. Aber mal eben 100 zu sammeln ist gar nicht mal so easy. So, ein Extra-Leben. Das kriegen wir aber jetzt. Super, das haben wir dann schon mal. Das kann mir keiner mehr nehmen. Gott. 15 Sekunden! Wo soll ich denn jetzt hier noch 20 herkriegen? Nie im Leben! Ach Mann! Oh. Dr. Eggman. Oder Robotnik. Hast du das Skada-Adapter bekommen? Ja! Hydra ist im Einsatz quasi. Probieren wir mal gleich mal das andere Pad aus. Pause drücken muss ich hier am Adapter, ne? So, Pause.
Guck mal hier. Adapter ist da, ja. Sonic und da haben wir Monopoly. Also wir haben gerade das NES, den GameCube und das Mega Drive im Lauf. Zum Spielen Start drücken ist sogar auf Deutsch. Leck mich in den Tisch. Der Stromverbrauch. Also das Ding läuft halt mit einem Micro-USB-Netzteil. Äh, 5 Volt, 1 Ampere muss es ausgeben. Also 5 Watt oder was maximal. So, was haben wir denn? Wo ist der Controller? Ich habe den doch vorher hier nur gehabt. Hier. Was haben wir jetzt geholt hier? Six Button Arcade Pad. Von Retrobit. Sieht auf der Packung richtig toll aus. San Nintendo, dir auch eine gute Nacht. So schaut auch noch gut aus. Holt es raus und dann ist das so. Es ist sehr, sehr schmal, sag ich mal. Der Knochen. Ja, wir probieren es mal aus. Hat ein schön langes Kabel dabei. Dann hängen wir es mal an. Ist meine, ist geil, dass es sowas noch gibt und es hat, glaube ich, auch Sega-Lizenz, ne? Ja. Official Sega Seal of Quality. Haha. Priceless. Das ist halt auch der Six-Button-Controller. Damit kann man auch Street Fighter einigermaßen spielen auf der Mega Drive-Fassung. Das war ja mit dem 3-Button ein bisschen unmöglich. Sehr lang. 3 Meter Kabel, glaube ich. 3 Meter Kabel und dann sitzt man ausnahmsweise mal wirklich nur einen Meter vor der Konsole. Das ist alles. Das beißt sich alles irgendwie. Mit dem Zeitgeist. Ich habe reingedupst, Sebastian, Lian Laura, hallo! So, Monopoly? Nee, jetzt nicht. Lieber Sonic! Cyberdasp! Woop, nabben! So, direkt mal einen Selbstcrawler. Oh, da ein schönes D-Pad. Oh, wow, wow. Ja, gut. Very good! Schön. Guter Druckpunkt. Echt nicht schlecht, so einen Controller in 2020 kaufen. Oh mein Gott! Hui! Nein! Ah! Mehr Glück als Verstand. Das ist Sonic the Hedgehog in der Master System Version. Autsch. Geil! Einfach mein Leben eingesackt. Hammer. Das läuft gerade auf einem Mega Drive mit einem Master System Converter. Das ist so ein Aufsteckmodul. Auf einem Mega Drive 1 mit einem Master System Converter.
Da das Mega Drive ein exzellentes RGB-Signal ausgibt. Beste Lösung. Boing. Boing. Ja, so läuft das. Das Master System habe ich schon länger. Das hat mir der liebe Kiluminati damals gespendet. Haben wir auch schon Videos zu gemacht. Mit Mattis zusammen haben wir Outrun gespielt. Dann so ein Castlevania-Clone. Masters of Darkness oder wie das hieß. Jetzt fehlt mir ein Ring. Ich werde bekloppt. Aber tolles Pet. Donny Johnny, moin moin. Ja, oder für ein Stream hier, um Stereoton zu haben. Wobei das Master System natürlich nur Mono kann, aber. Heide Witzka. Hier oben muss er abräumen, hier ist viel. Komm, die Stage ist doch bestimmt ganz klein. Hier muss ich auch mal die 100 schaffen. Vor allem sind da die Flipper-Bumper. Die Entwickler müssen doch sowas wie Pinball-Fans gewesen sein, oder? Oh mein Gott, du fliegst an allem vorbei, Cracky! Nein! Das war schlecht. Oh! Nein, schon wieder nicht geschafft. Ich schaff das nicht. Konnte ich damals bei meinen Nachbarn mit deren Kindern spielen. Hatte zu der Zeit nur den Gameboy und NES aus Polen, okay. Bridge. Schon wieder Robotnik Stage. Uh-oh. Urr. Der schießt doch oder so, ne? Jo. Da ist der Herr ins Wasser gehüpft. Aber das Pad ist sehr gut. Leck mich in den Tisch. Schön. Echt schönes Ding. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So beim ersten Angucken dachte ich mir, boah, ist das schmal. Holy shit! Ist halt kein Wasserigel, ne? Drauf bleiben. Einfach stehen bleiben, meinst du? Da trifft er mich doch mit dem unteren oder nicht? It's not so easy. Tatsache. Rainer weiß Bescheid. Wahrscheinlich treffen die Profis ihn auch zweimal, ne? Daneben! Yeah! Mhm,
Ja, ja, diese Super Nintendo Lookalikes. Ja, ja. Sonic kann Headbang. Auf jeden Fall. Horst. Sehr gut. Das ist ein schönes Spiel. Echt ein schönes Spiel. Aber mit dem Pad möchte ich mir eigentlich jetzt gerne noch was anderes angucken. Wisst ihr das? Ja, wie das Overlay im Wasser verschwindet. Ja, genau. Hier bist du über die Lianen gelaufen. Wir schmeißen aber was anderes rein. Wir schalten einmal um hier. Wir können auch hier den Reset-Knopf drücken. Und dann holen wir mal... Hennessy ist da. Dann holen wir mal hier das Sonic raus. Das müssen wir nach und nach rausholen, weil sonst passt es von der Höhe dann doch nicht. Einmal Sonic raus und einmal Master System Converter raus. Was ist das Ding hier? Der macht aus dem Mega Drive ein Master System. Und es gibt eins, das kenne ich noch nicht auf dem Mega Drive und da bin ich mal gespannt, wie die Umsetzung ist. So, wo ist es denn? Amiga-Klassiker. Ich bin mal gespannt, wie sie es auf Mega Drive umgesetzt haben. Schmeiß das Pad weg, Cracky. Gewesen damals. Das Mega Drive, wenn das Mega Drive geileren Sound gehabt hätte, wäre es noch 30 mal bessere Konsole gewesen. Das ist auf dem Amiga entstanden, auf dem Amiga programmiert. Ihr müsst euch die Dokumentation angucken, auch wenn es auf Französisch mit englischen Untertiteln ist, ist großartig. Making of Another World. Melodie! Ah, funktioniert auch!
heißt das? Large Hadron Collider. Because it's cool, I know, but... Als ich das damals zum ersten Mal auf dem PC gesehen habe, bei meinem besten Kumpel, ich war so geflasht. So, drück jetzt mal Start. Gibt es das Intro nochmal oder was? Ne, los geht's. Erstmal nach oben tauchen. Keine Soundeffekte, Mann. Man hört doch so Vögel hier. Da kommt das Tentakel und will dich direkt töten. Wenn du da hingehst, bist du direkt Maggi. Das Spiel killt dich einfach überall. Lass mal gucken, wie es hier geht. Oh, ist er fies. Oh, Blutegel. Zack. Tot. Press button to continue. I do press a button. Und wieder von vorne. Also wenn wir hier unten bleiben, dann kommen die Super-Tentakel und... Und tot. Guck dir die Szenerie an, das ist so geil. Und siehst du das Viech da oben? Irgendwie kann man kicken. So, kicken wie geil. Oh oh. Erwischen die mich hier dann auch? Ja. Nee. Gucken nur nochmal hoch. Man kann eigentlich auch irgendwie springen, aber... Ah ja, so, okay. Ah, nicht reinhüpfen! Und wieder tot. Wie komme ich auf Flashback? Ich meine natürlich Another World. Okay. Ah, scheiße. Oh Mann, ey, wir wollen doch wenigstens mal den netten Freund da oben sehen. Hier hörst du normal so ein Windrauschen und so ein Vögelgekrächz, aber das fehlt einfach in der Mega Drive-Version. Schade. Ich finde halt vom eigentlichen Sound ist das Master System fast attraktiver als das Mega Drive. In meisten Fällen. Ich meine, es gibt natürlich immer so Ausnahmen. So hier Chemical Plant von Sonic 2 zum Beispiel oder so, die Musik, die geht, fetzt halt sau. Das ist eigentlich das größte Manko am Mega Drive, finde ich. Die sind so fichtig. Fies die Viecher. Ich bin einfach auf einem fremden Planeten geballert und zuerst will ich einfach alles umbringen, direkt. So ein Mist, ey. Man kann auch drüber springen. Aber probieren wir das mal aus. Hey! Und tot. Ich komm nicht mal zu dem Viech. Drück. Thank you.
okay. Oh Gott! Schon wieder tot. Flashback, ja. Hab ich da auch nur von gehört, aber noch nie gespielt. Diese Viecher, ja. Was war, was das schockierend war früher, ey. Du musst aber auch präzise treffen, ja. Guck mal, wie viele hier rumlaufen. Mal ganz lässig vorangehen. So, da oben tauchen noch mehr auf. Die dann auch runterdroppen. Voll nett. Bewegen sich natürlich auch immer in deine Richtung. So, jetzt haben wir alle, ne? Wunderbar. Guck mal, was für ein Progress. So, jetzt. Achtung! Okay. Ah! Run! Warum bin ich denn zu langsam? Warum bin ich denn zu langsam? Lothar! Stimmt, Streets of Rage, guter Sound. Also es hing halt saukrass von den Entwicklern ab. Aber warum war ich denn zu langsam? Kann man noch schneller rennen irgendwie? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Gunstar Heroes, Weltklasse Soundtrack, Weltklasse Spiel. Verstehe ich nicht. Was habe ich denn falsch gemacht jetzt? Ich bin doch einfach losgerannt. Soll ich springen oder was? Muss ich springen oder wie? Verstehe ich nicht. Das wäre eine ganz schön feindselige Welt. Oh Gott! Okay. Hallo! Guten Tag! Ja! Ja, ich warte! Einfach immer springen! Komm! Namenloser Held, Professor! Ja! Oh. Ja! Und abhauen! Umgenatzt. Jetzt Star Wars Moment now. Ich komme in Frieden. Super geil. Ist so gut. sehr sympathischer Kerl. Oh. Hammer. Matenga da, der Lüfter, der Lüfter. Matenga da. Bin mal gespannt, wie der sich anhört. Ah, der lamentiert aber auch erst, wenn man sich bewegt, ne? Muss jetzt Gewicht verlagern nach links und nach rechts, und dann fängt er an zu meckern. Passt mal auf. Da, 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 da. Tenga da da, der Lüfter, der Lüfter. Komm, sag doch mal was. Sag mal was. Der Lüfter. Da, der Lüfter, siehst du? Tenga da da. Bams. Haben wir ihn erwischt. So, er hebt die Pappmaché-Waffe auf. Mein Zuba. Mein Zuba. Das ist geil, das sind die originalen Digital-Samples. So, Knarre aufheben. So geil. Das hat der Original gefilmt. Das hat der Original gefilmt, wie er diese Pappmaché-Waffe aufhebt und hat es dann nachgebaut. Das ist so gut. Ihr müsst euch das Making-of angucken. Also, ich feiere das Spiel für seinen Style. Es ist ein brutales Try-and-Error-Game. Du musst alles auswendig lernen.
Aber die Inszenierung war seinerzeit einmalig. Selbst einfach die Leute kaputt. Das hat sich halt einfach angefühlt wie ein Film. Es war saukrass. Okay, da kommt noch einer. Ah, der hat ein Kraftfeld angemacht. Wunderbar. Abhauen! Wo fahren wir hin, mein Freund? Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Fahrstühle von Bucky O'Hare erinnert, aber meine Güte, was für ein Lärm, ey. Aufladen! Boom! Einfach mal ein Loch in die Wand geballert. Okay. Ich finde es vom Gameplay auch nicht so geil. Ist halt mehr so eine Art. Ja, ich sag ja, das ist. Im Prinzip ist es Try and Error. Holy shit. Aber es hat was. Es hat was. Es hat was für sich. Schön. Schönes Ding. Das Pad ist super. Das Pad ist Weltklasse. Another World. Another World Bites the Dust. Aber es funktioniert gut. Das ist echt ein super Ding hier. Also einfach zack, 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 hin und her, umschalten, bla und blub. Jetzt überlege ich, ob ich noch einen Absacker reinschmeiß. Das ist ein Favo-Game auf dem Mega Drive. Ich habe viel zu wenig Mega Drive gespielt, um zu sagen, ich habe ein favorisiertes Game. Wenn ich jetzt davon ausgehen würde, welches Spiel ich am meisten gespielt habe auf dem Mega Drive selber, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ist es Gunstar Heroes, weil ich das ja mit Mattes schon versucht habe durchzuspielen. Gut, wir haben es auf der Wii Virtual Console gespielt, aber das ist so mit einem Hammer. Richtig gutes Ding. Ja, hat was von Prince of Persia, ja, das stimmt. Ja, keine Ahnung, was haben wir denn? Super Nintendo, NES? Don't know. We have everything. Ich habe noch ein paar Mega Drive Dinger, aber jetzt ist schon spät heute. Wir müssen unbedingt mal Asterix spielen. Asterix auf dem Mega Drive. Brutal schwer. Gute Grafik. Guter Sound auch. Brutal schwer. Total unfair, das Spiel. Aber das kann sehr lustig werden. Ja, erinnert an Prince of Persia. Prince of Persia Making Off müsst ihr euch auch angucken. Er hat auch seinen Bruder von der Seite gefilmt und er ist da langgelaufen und hat Parcours gemacht. Und das hat er als Vorlage für die Animation genommen. Dann weißt du, warum die Animationen in Prince of Persia so gut sind. Prince of Persia, der Urvater von Tomb Raider. Können wir ein schönes, kurzes. Keine Ahnung, habt ihr eine Idee? Hemmung. Nose One, dir eine gute Nacht. Der Entwickler hat auch gar nicht so die Ahnung vom Programmieren, habe ich gelesen, aber dafür ist es sehr geil. Ja, dazu hat auch das Programmierprogramm dann quasi Programmierumgebung selbst geballert, gebaut. Und ist dann in die Wege geleitet, gemacht. Was hast du noch so da? Ja, alles Mögliche. Tetris. Arrow Flash. Habe ich nicht. Nicht, dass ich wüsste. Könnt Shaq Fu auf dem Mega Drive spielen. Das schlechteste Basketball-Game ever. Racing. Ja, Racing ist natürlich dann wieder so eine
längerwierige Sache. Das ist halt das Problem. Du wirst erschlagen heutzutage vom Angebot. Früher hast du dich gekloppt um die Games, dass du überhaupt ein, zwei Spiele hast. Und heute, babams, wo sind meine Gameboy-Spiele? Gameboy Classic, Gameboy Advance. Wir könnten was in den Super Gameboy schmeißen. Wir könnten uns F1 Race für einen Gameboy angucken. Das machen wir jetzt. Super Hang-On. Habe ich, glaube ich, auch nicht. Also, wie gesagt, Mega Drive kam alles bei mir erst später. Man hat dann so ein bisschen was gesammelt. Gleiches fürs N64, aber so einen riesen Super Hang-On habe ich, glaube ich, nicht. Es sei denn, es war irgendwo auf einer Collection dabei oder so. Sega-Spiele. Sind die Schlümpfe für Game Boy? Wahrscheinlich, ja. Ich guck mal, ob ich F1 Race habe. Das interessiert mich jetzt. Da haben wir Super Nintendo auch gesehen. Das ist halt das Coole, ne? Die Konsolen sind alle angeschlossen. Du musst dann eben nur ein Gamepad einstecken. Und dann ist fertig. Hier ist auch Sunsoft Grand Prix. Super RC Pro-Am. Mega Man auf dem Game Boy. Gargoyles. Die Schlümpfe. Aber wenn das genauso hart ist wie das Super Nintendo-Spiel, dann... holy shit. Battletoads. Palamedes. Golf. Die alten Golf-Dinger fand ich auch immer super. Swarm Thing. Ja, DuckTales, Klassiker natürlich. Die Game & Watch Gallery. Burai Fighter, das habe ich sogar schon live durchgespielt. Und da habe ich einen drüber gekriegt, dass ich der höchste Schwierigkeitsgrad war. 300 Worte, fangen wir nochmal von vorne an. Aber Burai Fighter hat so einen schönen Soundtrack. Aber ich glaube, das ist tatsächlich nicht dabei, das F1 Race. Das gibt's doch gar nicht. Ja, meine Gameboy Collection ist so ein bisschen gesplittet. Ich hab, glaube ich, noch was in der Original Gameboy Tasche. Da hinten, ne? Liegen allesamt so ein bisschen rum hier. Bugs Bunny. Der Schocktober wird echt krass mit den ganzen Konsolen. Ja, wenn man so viele Horrorspiele hätte, ne? So. Ja. Ist noch eine originale Game Boy Umhängetasche. Da ist auch noch. Da ist auch noch ein bisschen was von der Aufschrift zu sehen. Von Game Boy. Daddle Junkie, grüß dich. Sag mal, ich muss im Moment jemandem helfen. Kennst du ein vernünftiges Lenkrad? Ich denke mal mit einem großen Lenkwinkel, weil das sinnvoll ist für Landwirtschaftssimulator. Was so empfehlenswert wäre, was du so empfehlen würdest im. In einem normalen Preisbereich bis 200 Euro. Was lieferbar ist. Kennst du da was? Du bist da ja, du bist doch mehr, viel mehr im Thema als ich. Also. Wenn, dann fühle ich frei, hier einen entsprechenden Reflink reinzuhauen. Ich copy-paste das und schicke das dem guten Mann rüber. Und dann soll er kaufen. Tiny Toon. Solar Striker. Habe ich im Urlaub durchgespielt. Solar Striker ist auch fantastisch. Tetris Game Boy ist natürlich super. Asterix und Obelix, auch ein schönes Super Game Boy Spiel. Aber F1 Race, never been found or what? Revenge of the Gator. Nö, natürlich nicht. Tomb Raider für ein Super Game Boy, naja. Ich weiß nicht, wo F1 Race ist. Gibt's doch gar nicht. Wir schmeißen jetzt Revenge of the Gator rein. Wer kennt das? Nur eben ein Super Nintendo Pad dranhängen. Das ist natürlich, ich weiß, das ist fies. Ich mag das auch nicht, wenn der Streamer einen begrüßt und dann einen gleich rannimmt. Aber. Und dann Aufgaben verteilt. Ach ja, da gibt es ein bisschen was für LW.
Es soll so ein Kommunionsgeschenk sein, weißt du? Und wäre schon ganz geil. So, holen wir mal Vortex raus. Jetzt sammeln sich hier natürlich die Spiele überall. Stecken wir rum. Ja, kannst du auch im Discord texten. Gerne. Sehr gerne. Hat halt nicht mehr so viel Zeit. Beste Wehen. Würde mich freuen. Dann kann ich es nämlich gleich weitergeben. Weil ich bin da halt nicht so im Thema drin, was so die ganzen Stats angeht. Und dann habe ich auch gemeint, dann frage ich lieber jemanden, der da richtig Plan hat. Weil ganz verneinen will ich es dann ja auch nicht. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das Super Nintendo finden. Da ist es. Super Nintendo ist da, aber sieht nicht so gut aus. Ja, pusten. Ich befürchte es auch. Oder mal Kontakte säubern, ne, von beiden. Nur ich habe meinen Alkohol leer. So, da sehen wir, dass der die Hydra sucht sich automatisch die nächste Source nach dem Moment. Ich glaube, ich muss doch den Alkohol auspacken. Ich spiele LS mit Gamepad, funktioniert auch. Ja, aber das... Ich denke, er strebt einfach danach, hat da Bock drauf. Und deswegen, so, jetzt machen wir das Mega Drive auch mal aus. Wir wollen ja nicht unnötig Strom verballern, dann müsste der Gamecube kommen. RIP Spiel. Nee, aber ich pack den Alkohol aus. Ich muss nur nachfüllen gerade. Letztens alles verballert. Ich weiß auch nicht, wie gut der Super Game Boy ist. Ich habe, glaube ich, 2 oder 3 Super Game Boys. Nur Kontakte säubern. F-Zero! So geil die Mucke, Baby. You are F-Zero. Oder wie geht das gleich? F-C-R-U, F-Zero. Simulation Mode. Super großartig, ey. Hat einer geschrieben, dass er das grafisch nicht so pralle fand. Ich fand's eigentlich bombastisch. Klar sieht man, dass da ein brutales LOD ist, aber ist trotzdem super gut. Es läuft aber nicht ganz flüssig. Das zu capturen ist immer noch so eine Kunst für sich. 480i. Man kann theoretisch auch den Framemaster dazwischen hängen. So, jetzt Kontakte putzen. Oh, da ist Schmutz. Tada! Siehst du, geht doch. Einmal Kontakte sauber gemacht. Gameboy-Spiel war schmutzig wie sonst was.
Na, wer kennt das hier? Pinball Revenge of the Gator. Geile Gameboy Stereo Sound. Soll ich mal andere Farbe reinbringen? Ah ne, das war ein Rahmenmalen, ne? Freddy Lenkrad! Awesome! Yuno Shumi! Nice, dankeschön! Danke, Judo. Fall Guys. Ja, ja, haben die auch schon gespielt. So sieht es doch viel besser aus. Nein! Gator, one player. Die Musik ist so geil. Die Musik ist der absolute Scheiß. Wir wollen einen anderen Rahmen. Kino. Das ist preislich und geil. Wo ist denn der andere Bumper? Ach so, der Steephead. Ich bin's schuld, wenn ihr mit Warwurm ins Bett geht. Oh, nicht gut. Die Tür aufmachen! Oh Gott. Nein! Wer wartet unten? Natürlich das dicke Krokodil. Ja! Ja! Ah, nein! Kacke! Nein! Eat it! Wie soll man denn den im Maul treffen? Jetzt machen sie zu hier. Wo das Krokodil war, nicht der Bersi. Mhm. Dann muss er die Bonus-Stage zeigen, Mann. Das gibt's doch alles nicht. Game over, oder? Ja.
Nochmal. Man könnte ja auch mal so ein Security-Ding bekommen, aber nein. Ach, das funktioniert wunderbar. Es gab Spiele, die auf dem Original Game Boy tatsächlich nicht gut funktioniert haben. Für die dann der Super Game Boy prädestiniert war. Sowas wie Donkey Kong Land zum Beispiel. Fand ich auf dem Original Game Boy unspielbar. Auf. Ja. Hoch da. Ja. Komm, jetzt mal alle drei voll machen hier in der Mitte. Oh, ich will Safety. Nein. Alle groß machen. Alle mal groß machen. Komm schon. Oh Mann. Kann nicht so kompliziert sein. Yes! Okay, jetzt haben wir Sicherheit. Nur nicht alle verschwinden lassen. Nein! Kacke! Ja! Ja, toll. Maul ist nicht auf. Thank you for safety. So. Das ist so fies. Nein, da geht's doch weiter da oben. Alright! Wie macht denn das Krokodil nochmal das Maul auf? Oh no! Oh. Mano! Oh. Komm jetzt rüber hier! Jetzt aber! Nein! Das kann doch nicht so schwierig sein! Wenn man alle weggeballert hat. Jetzt ist die Tür offen. Jetzt so irgendwie da hochkommen. Nein, nein. Jawohl. Oh shit, oh shit. Gefährlich.
Man könnte ja mal auch so in so ein Maul da oben treffen. Okay, was passiert? Ah. Yeah. Das war gut. Komm, komm, komm. Jawohl, Safety. So. Halt hier mal die Tür auf. Das Spiel existiert, glaube ich, das hat, glaube ich, unterschiedliche Namen, je nachdem, aus welcher Region es kommt. Das für die... Ah. Oh Gott. Bitte nicht. Ah. Ah. Ja, super. Schön ist etwas. Dankeschön. Hast du so eine geile Bonus-Stage? Da will ich einmal hinkommen, wenigstens. Dann kann ich ins Bett gehen. Ach. Was passiert jetzt? Oh, wie fies! Ja, danke. Da oben der eine Zacken noch. Was passiert dann? Dann refreshen die, glaube ich, alle. Ah, oh, schon wieder abgeschmiert. Das gibt's doch nicht. Was ein langer Take, oder? Link's Awakening ist beste, ja, definitiv. War richtig gut, aber leider nicht ganz nach oben geschafft. Mann! Oh no, 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 no. Oh no, no, no. Dennis und Hagen haben sich heute auch mit dem Amiga Flipper rumgeschlagen. Nice, was haben wir gespielt? Pinball Dreams? Dan. Tja, muss man demnächst machen. Guten Abend, Spaceman. Von wann ist denn das? Ein späterer Titel? Achso, die beiden jetzt. Ja. Wie cool ist das Theme, ja? Ein Flipper
rund um Krokodile zu bauen. Ich find's großartig. Was ich zu wenig das Game Boy Ninja Turtles Spiel da? Na klar, ich meine, das hat eine geile Mucke, ja. Ich muss es noch finden. Warte mal. Das hat eine super Musik. Ist das Revenge of the Foot Clan oder wie war das? Aber irgendwie muss es noch eine Gameboy-Spielebox geben. Kann nicht sein. Ich hab das, da gebe ich dir Brief und Siegel drauf, aber... erworbenen Dinge. Ganz komisch. Super Nintendo, Super Nintendo. War da in der Super Nintendo Box was drin? Ich glaube nicht. Einen Moment bitte. Donkey Kong Land 1 und 2. Gibt's doch gar nicht. Da unten könnte noch was sein, aber schwierig, glaube ich. Schade. Naja, jetzt lohnt es sich wenigstens noch mal Ordnung zu machen dahingehend, sage ich mal. Ja, hier ist nur Game Boy Advance. Da ist ein GameCube drin. Fall.
Irgendwer hat hier Rennen gefahren und das Zimmer wieder auseinandergenommen. Danke fürs Follow. Für eine No-Name-Cartridge. Da steht einfach gar nichts drauf. Und dieses Störgeräusch im Hintergrund. Oh Mann, oh! Was ist denn das, wo gar nichts drauf steht? Das ist putz mich mal bitte. Gott, es wird immer besser. Aber ist das Turtles nicht? Das gibt's doch gar nicht. Ach, hier steckt noch ein Game Boy. Ach, hier steckt mein Game Boy Advance SP. Okay. Es kann natürlich sein, dass ich es nicht habe, aber wundert mich. I'm sorry. Ich will jetzt noch wissen, was das für eine Cartridge ist. Kann sein, dass ich irgendwo noch Gameboy-Spiele verstecke. Ist nie auszuschließen. Was ist dieses ominöse, unbeschriftete Spiel? Konami. Bestimmt Castlevania. So ein richtig grausames Ding. Ja. Castlevania 2. Belmont's Revenge. Ach du Scheiße. Crackyas PM. Dankeschön. Naja. Ich denke, wir machen Schluss. Ich muss morgen auch wieder auf Arbeit. Ach, vielleicht hat das wenigstens coole Mucke. Bastelkasten, dankeschön für die Bits. Crystal Castle.
Heiliges Wasser. Ich habe mal das Landwirtschaftslenkrad mit beigetan. Gibt's ja extra für Landwirtschaft. Okay. Das ist gar nicht schlecht. Hätte ich nicht gedacht. Augen! Hey, das ist nicht nett. Ich brauche irgendwo Fleisch. Hier gibt's doch nochmal irgendwo eine Keule. Game over. Die Musik ist ADHS. Die Musik ist sogar eine klassische Castlevania-Melodie. Aber gucken, ob die anderen Stages andere Mucke haben. Machen wir bis rein. Nein! Gibt es irgendwo einen Vampire Killer? Das ist jetzt die Frage zum Ausklingen, wisst ihr? Plant Castle. Auch klassische Mucke. Kann doch den Gameboy resetten, nicht? Mag den Gameboy Sound. Da gut leiden. Ja, ja, das hat einen geilen Sound. Ich muss mal gucken. Also, Tobias. Ich muss mal gucken. Cloud Castle. Hören wir uns die letzte Musik auch noch an. Solch eine Musik! Ich könnte durchmachen, würde ich jetzt sehr gerne. Einfach mich da hinsetzen, entspannt spielen. Der Fernseher steht ein bisschen hoch, aber es ist okay. Wenn man am Sessel sitzt, noch einen Meter weit weg oder so, ich glaube, dann ist es besser. Was haben wir nicht? Das da, ne? Ja, das da, ne? Was ist das? Rock Castle. Das ist wie Mega Man oder was? Gibt ja noch eins. Schmeißt euch noch eine Bank rein, so.
easy. Ich spiel mir die Capcom-Karte. Sind wir richtig gemein. So, the moon, ne? Weiß gar nicht, war das die coolste Mucke? Warum lässt er sich nicht resetten? Nicht jedes Gameboy-Spiel hatte das mit resetten. Weiß gar nicht, was? So geil. Sehr gutes Spiel. Transsilvanien. Kann man nicht in den Spiegel gehen irgendwie? Ja. Aua! Mann, das war so geil damals. Boah, Schatztruhen. Boah, Edelsteine. Wie, jetzt ist die weg, oder was? Verkackt. Geld! Geil! Eiscreme! Soft-Eis, ne?
Auf dem NES ist das auch sau selten. Auf dem NES ist das auch sau selten. Bastelkasten, ja, eine gute Nacht. Moin Gagi, ich bin eigentlich beim Schlussmachen. LOL! You need a key to get in, it's in Transylvania. Zack, bist du in einem anderen Level. Ja, stimmt, das zweite ist selten, ne? Das zweite ist auch selten, ja. Ich glaube, ich habe auch nur das erste. Die Hosen voll, denn das ist super toll. Silly Duck Tales, wuhu! Die NES-Version. Hertz Speed. Schade, hier läuft die Musik nicht weiter, wenn du Pause machst. Auf dem Gameboy aber schon. Was soll das? Hey, ich will umschalten. Achso, falscher Knopf gedrückt. Jetzt brauche ich das andere Gamepad, Cracky. Maximale Verwirrung. Guck, da kann ich Pause machen. Also das NES ist RGB gemoddet und folglich gibt es halt über RGB SCART ein RGB Signal aus. Ja, Super Nintendo gibt ja von sich aus RGB aus. Cube läuft auch noch, können wir auch mal ausmachen. Dass wir nicht hier genug nicht alle Konsolen auf einmal laufen haben. Aber das ist halt das Schöne, was ich dann jetzt hiermit auch quasi erfolgreich eingeweiht habe, ist halt die Lösung, das Ganze hier über den Hydra SCART-Verteiler zu machen. Die Hydra 2. Hydra 2.1, um ganz genau zu sein. Das ist das Ding, was hier hinten so rot leuchtet. Mit dem ich dann einfach zwischen den Sources umschalten kann. On the fly. Sucht dann das nächste Signal. Jetzt sind wir natürlich, weil wir nach rechts gegangen sind, sind wir wieder hier gelandet. Einer links ist NES.
Ja, kein G-Skat. Ich habe die Hydra. Weil G-Skat ist doch das Ding, glaube ich, aus Amerika, ne? Und die Hydra direkt beim Hersteller in Polen. Top. Top, die Watte quillt. Und 8 Eingänge, 2 Ausgänge. Ja, Hydra am Start. Gerade voll im Einsatz. Ist einfach... einfach zwischen den Spielen wechseln. Wieder Gameboy. Mit gesonderten Audioausgängen, komplett galvanisch getrennt. Also ich kann echt nichts Negatives sagen. Das Ding ist rattenschnell und ich kann es halt einfach in den Stream jagen und trotzdem auf dem CRT spielen. Das ist halt das Geile mit den zwei Ausgängen. Genau. Das ist Weltklasse, ne? Man kann ja halt hier auch, weil meine Capture-Karte ja auch durchschleift. Jetzt habe ich meinen Fernseher wieder ausgemacht, weil das reflektiert. Wenn die Capture-Karte ja auch durchschleift, kann ich dann halt auch diesen hier machen. Ja. Dann habe ich da auch das Spiel. Ja, das ist Lofarek.pl. Das ist direkt der Hersteller. Also nimm nicht den... Nimm den polnischen Link. Kannst du direkt bei ihm bestellen. Dauert eine Woche, dann ist das Ding da. Kostet natürlich 175 Euro. Und man braucht halt ein paar Skatkabel. Normales Skatkabel. Aber ist geil, ja. Das ist so das letzte Puzzlestück, was in meinem Zimmer gefehlt hat. Jetzt habe ich hier das NES, Mega Drive, Cube, N64 ist halt leider noch nicht RGB gemoddet. Ich fahre die ganze Zeit über irgendwelche Kabel. N64 ist noch nicht RGB gemoddet. Und dann ganz unten noch die Nintendo Wii. Vielleicht bringe ich noch eine PlayStation 1 unter. Ja, ist halt handgefertigt, ne? Also Qualität stimmt. Ist sehr schön. Schönes Ding. Gibt natürlich so ein paar Dinge zu beachten, ne? Nicht wenn das Ding läuft. Ein- und ausstecken und so. Hat extra Audioausgänge. Hat die Hydra Heads. Wenn einem die Anschlüsse nicht reichen. Und man erstmal denkt, ja, ich komme mit 8 aus. Ich mache mir hier noch das Kabel für den Camcorder kaputt. Dann, kannst du hier... Oh, jetzt bin ich auf der falschen Szene. Dann kannst du hier... Siehst du hier am Ende diese Erweiterung, diese quasi USB-Header, dann kannst du zwei Hydras miteinander koppeln. Dann kannst du das Ding nur erweitern. Wie hast du die Konsolen vorher an den TV angeschlossen? Naja, vorher hatte ich mal... Wenn ich mal Bock auf Retro-Zocken habe, muss ich mir vorher genau überlegen, was willst du denn haben? Und wenn ich streamen wollte, konnte ich es dann nur auf dem Plasma spielen, weil es halt nur über den USSC ging und dann über HDMI-Splitter oder halt über die Capture-Karte gleich wieder raus. Dann war der Röhrenfernseher aber eigentlich nur Deko. Den hat man mal angeschmissen, um da was dran zu daddeln. Und jetzt habe ich einfach alle Konsolen angeschlossen. Wenn ich mal was machen will, dann mache ich was. Also ist schon ziemlich cool. Gefällt mir echt gut. Und das, als ich das gesehen habe, My Life in Gaming ist schuld, der YouTube-Kanal, der ihr RGB Masterclass hat und irgendwann haben sie sich mal mit Skatverteilern beschäftigt. Und als ich gesehen habe, dass das Ding zwei Ausgänge hat, da war ich scharf drauf. Jetzt haben wir sie da. Also einmal verbaut, einmal hier noch und noch eine weitere. Weil Ravioli bin ja nicht nur ich, sondern wir sind ja ein Team und der RIP ist auf jeden Fall auch scharf drauf, da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist Hydra 2 Revised, so heißt das Ding. Das ist jetzt hier die Version 2.1. Man kann in Audio muten, man kann Mono-Audio-Signal auf zwei Kanäle ausgeben. Es hat einen gesonderten Audioausgang nochmal zusätzlich, falls man in die Stereoanlage gehen will. Wird einfach via Micro-USB gepowert mit einem normalen Handynetzteil. Muss 1 Ampere haben bei 5 Volt. Ist empfohlen so. Oder 750 mA, glaube ich, Minimum. Funktioniert wunderbar. Ziemlich gutes Ding. Also ich bin happy. Genau, da. Lofarek. Genau. Direkt. Da gibt es auch noch ein leckeres polnisches Karamell dabei. Nee, ist super verpackt. Alles wirklich gut. Also, gutes Ding. Irgendwie ein Kumpel von ihm hat das erdacht und er baut's. Designed bei Sebastian Bartkovic und vor Lofarek. Und der baut das Ding. Der baut die Dinger. Schon cool.
dafür. Das Schöne an meinem Videoscaler, der hat zweimal VR-Out. Kann ich auf einer Röhre zocken, aber OSSC muss noch her. Okay. Nintendo 64, ja. Ja, ich hab, der Messel hat mir jetzt auch so einen schönen N64 RGB-Mod gelinkt, der auch für die normale PAL-Version wohl funktioniert. Ich brauche nur einen gescheiten Löter, der das einem zusammenbaut, und das wird wahrscheinlich auch noch ein Schritt sein. Dass man das N64 dann auch noch abgreifen kann. Das kann der OSSC ja nicht. Kompositsignal. Aber ich habe jetzt hier ja 6 Konsolen dran. Dann noch den Videorekorder, der auch funktioniert. Und vielleicht dann noch die PlayStation 1 via RGB. Muss man mal sehen. Anyways, ich packe jetzt meine Games hier ein, dass man hier wieder treten kann mit dem Controller. Und wünsche euch eine schöne Nacht. Ist wieder schwer warm, aber Retro Games halten einen kühl, und das war jetzt einfach mal ein ganz grober Setup-Test. Immer hin und her springen ist halt auch, ist zwar nice to show, aber so ein USSC und die Capture-Karte will ja dann auch unter Umständen auf die Eingangsauflösung eingestellt sein, damit das Ganze dann auch passt. Aber wenn man sich da mal so auf ein Game einschießt oder so, dann ist das sicherlich ziemlich geil. Und es funktioniert gut, das ist die Hauptsache. Ja? In diesem Sinne, ihr habt die Wahl. NES oder Game Boy zum Ausdüdeln? Ich glaube, NES hat noch mehr Style, ne? Können wir nochmal umschalten. Genau. Euch eine gute Nacht, kommt gut ins Wochenende schon mal, pauschal. Also umschalten. Bis zum nächsten Mal.